Die Zuluft hat einen noch größeren Einfluss auf das optimale Stallklima als die Abluft. Es ist unumgänglich, die Zuluft auf die abteilspezifischen Besonderheiten zuzuschneiden. Nicht jedes Zuluftsystem lässt sich in jeden Stall einbringen. Die unterschiedlichen Abteilgrößen, Deckenhöhen und auch die Art der Tiere sind entscheidend für die Auslegung der Zuluft. Beginnen wir mit dem klassischen Zuluftkanal. Unter einer normal isolierten Decke befindet sich ein Zuluftkanal mit Lochplatten im Rastersystem herausnehmbar. Die Einsatzgebiete in der Regel Wartestelle, Deckzentren, Abferkelstelle. Bei Oberflurabsaugung kombinieren wir dieses System sehr häufig mit einem Top-Air-System, das heißt, der Kanal wird etwa 2 cm von der Decke abgehängt und nach oben rum umspült, um eine ausreichende Rotation im Tierbereich zu erreichen. Hier jetzt im Bild einige Beispiele, hier zum Beispiel im Deckzentrum oder hier im Abferkelabteil, Lochplattenkanal im Kopfbereich der Tiere. Für Ställe mit hohem Lochplattenanteil, zum Beispiel in der Mast- oder der Ferkelaufzucht, sowie bei großen Saunabteilen, bietet sich die Zwischendecke als optimale Lösung an. Hierbei kann die erste Decke einen geringeren U-Wert aufweisen und man hat zur Reinigung eine ebene und glatte Fläche. Hier sehen wir einen Maststall, der mit einem solchen System ausgestattet ist. Speziell für größere Masteinheiten haben wir unser Schlitzkanalsystem entwickelt. Das Schlitzkanalsystem kann auch als Zwischendecke ausgelegt sein. Hierbei haben wir die Möglichkeit, nach wie vor die Luft aus einem aufbereiteten Raum zu entnehmen, entweder Zentralgang oder zentraler Zuluftkanal. Zusätzlich kann jedes Abteil individuell von außen eingespeist werden, um den größeren Tieren gegebenenfalls keine aufbereitete Luft über Wärmetauscher oder Biogasabwärme zukommen zu lassen. Einige Beispiele solcher Systeme sehen Sie auf den Fotos und im folgenden Video. Hier im Bild sehen wir den klassischen Zulufteinweiser, der die Zuluft in den dahinterliegenden Zuluftschlitzkanal führt. Die Schlitzkanäle sind in der Lage, die Luft wahlweise von innen aufbereitet über Heizung, Biogasabwärme oder Wärmetauscher und von außen unaufbereitet in die Abteile zu führen. Bei kleineren Masteinheiten bis maximal 120 Endmasttieren findet auch die klassische Futtergang-Lüftung bei uns immer noch ihren Einsatz. Besonders in Verbindung mit einer Wärmerückgewinnung lässt sich dieses System hervorragend in kleine Einheiten installieren. Hier im Bild sehen Sie einige Beispiele der klassischen Futtergang-Lüftung. Selbstverständlich müssen alle Systeme mit ausreichend Zuluft versorgt werden. Wir unterscheiden hier in Außenluft, Dachraumluft und Wärmetauscherluft. Hier im Bild in einem Maststall mit Schlitzkanal die typischen HDT-Außeneinspeiseklappen, die dafür sorgen, dass abteilspezifisch die Luft geregelt wird. Gleichzeitig erreichen wir über die Außenklappen der Abteile eine wesentliche Verringerung der Luftbewegung im zentralen Erschließungsgang.
Dort sorgen wir dann dafür, dass die benötigte Restmenge Luft zugluftfrei durch diesen Zentralgang gelangt. Die diffuse Decke mit Glaswolle gehört in keinem Falle zu unseren Empfehlungen. Die hier eingelagerten Staubschichten sind bereits nach wenigen Jahren sehr hoch. Es entsteht ein Druckverlust, der Energie kostet. Gleichzeitig entsteht ein Hygieneproblem in den Ställen und eine zu hohe Wärmebelastung im Sommer tritt auch sehr häufig auf. Davon raten wir in jedem Falle ab. Auch zu Schlitzventilen aus dem Dachraum raten wir nicht. Die Möglichkeit der Luftaufbereitung ist nicht gegeben und es kommt immer wieder zu Problemen in Ställen, wenn die Zuluft zu kalt oder zu feucht ist.